Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Am Wochenende ist Opferfest für uns und zu den Festen dürfte bei mir auf dem Tisch ein Börek nicht fehlen. Deswegen gibt es für euch heute ein leckeres Börek-Rezept mit Kartoffelfüllung und zeige euch die Zutaten dazu. Ich gebe 1 Kilo Mehl in meine Küchenmaschine hinein, 1 Esslöffel Salz, 3 Esslöffel Öl, eine frische Hefe. Jetzt werde ich nach und nach das Wasser hineingeben und den Teig vorbereiten. Ich habe den Teig jetzt in eine Schüssel hineingegeben, werde es mit Frischhaltefolie abdecken und so ungefähr eine halbe Stunde ruhen lassen. Der Teig muss richtig ruhen, damit wir den auch besser auseinanderziehen können. Heute werde ich meine Börekfüllung mit rohen Kartoffeln machen. Zwiebeln und 2 Zehen Knoblauch erstmal in Öl anbraten. Nachdem die Zwiebeln angebraten sind, gebe ich die Kartoffeln hinein. Die habe ich geschält und gerieben. Ich gebe 1 Esslöffel Paprikamark hinein. Schmeckt das mit Salz, Pfeffer, Blattpaprika ab. Und gebe halben Bund frische Petersilie hinein. Mache auch den Herd schon mal aus und lasse die Füllung auskühlen. Ich werde aus dem Teig kleine Bällchen vorbereiten. Die Bällchen hatte ich ja ganz kurz in Öl eingetaucht. Ich drehe die einmal um, damit die überall mit Öl bestrichen werden. Dann werde ich die mit Margarine bestreichen. Aber dadurch, dass ich die Bällchen mit Öl bestrichen habe, nehme ich wenig Margarine. Jetzt werden sie mit den Händen ganz leicht angedrückt. Die müssen dann so groß wie eine Untertasse sein und bestreiche Margarine darüber. Die müssen dann mit reichlich Margarine bestrichen werden, überall, damit die nicht miteinander kleben. Ich habe meine Bällchen jetzt auf einen Servierteller gegeben und werde sie dann so ungefähr 15 bis 20 Minuten ruhen lassen. Ich werde die Bällchen jetzt einzeln mit den Händen auseinanderziehen. Die kann man so schön abnehmen, die kleben überhaupt nicht miteinander. Und gebe Füllung hinein. Also die Füllung ist wirklich richtig super geworden. Ich klappe das einmal um. Und die Seiten könnt ihr dann ein bisschen nach innen einschlagen und dann einrollen. Und dann könnt ihr das eindrehen und zu einer Schnecke formen. Ich bestreiche mein Gebäck mit Eigelb und dann werde ich das bei 180 Grad goldbraun backen. Ich bestreue noch Sesam darüber, dann kommt das in den Ofen. So, mein Börek ist raus aus dem Ofen. Es ist oberlecker geworden. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus, kann ich euch sagen. Die Füllung könnt ihr natürlich beliebig ändern. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.